frische Zitrusfrüchte und das ganze Grün um mich herum, so wie der Zitrusbaum hinter mir, zeigen eigentlich, dass ich nicht in Deutschland bin, sondern genau wie letztes Jahr überbrücke ich den kalten Winter in Deutschland, auch wieder hier in Costa Rica. Dieses Mal nicht wie beim letzten Mal im gleichen Ort, sondern dieses Mal bin ich hier auf einer Farm. Aber mehr dazu, warum ich hier auf Costa Rica bin, wo genau ich hier bin und ja, was noch so alles ich hier vorhaben werde, erzähle ich euch in diesem Video. Also bleibt doch gerne dran. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ja, wie in der Einleitung erwähnt, bin ich wieder in Costa Rica. Dieses Mal bin ich auf einer organischen Farm bzw. Organic Farm. Und die ist als hier eine Finca. Das heißt, dass es hier eine größere Plantage sozusagen auch ist mit vielen verschiedenen Obst- und Gemüsebäumen auch. Und Pflanzen, was ich jetzt zum Beispiel gesehen habe, sind hier diese viele verschiedenen Zitrusfrüchte, dann die Avocados, ich glaube Avocado Hass und Kent habe ich hier so Bäume gesehen. Guanabanana habe ich noch nicht entdeckt, glaube ich. Das war mehr oder weniger Durians, die habe ich gesehen. Was ich noch für Bäume hier entdecken konnte, waren zum Beispiel ein paar Moringa-Bäume, Bananen und hier wird auch sehr viel Kaffee angebaut, also Kaffeebohnen ist halt einfach ja, der Grund, dass die halt hier nicht so Permakultur auch betreiben, wie ich es jetzt gerne zum Beispiel hätte. Und ja, es ist halt so Angebot und Nachfrage und ja, das Luxusgut Kaffee hier auf dieser Welt wird halt hier auch im großen Maße angebaut, weil es halt hier die finanziellen Rückhalt auch dementsprechend gibt. Und wie gesagt, ich wäre gern auf einer Permakulturfarm dieses Mal. Ich habe mich auch nach Farmen umgeschaut. Allerdings ist es halt so, dass hier diese Farm mich auch für meinen ganzen Zeitraum hier aufnehmen kann und ich nicht immer wieder rumsuchen muss, koordinieren, und da muss ich auch wieder auf mein Geld achten. Das erzeugt auch für mich wieder Stress, dahin fahren, und ich möchte mich auch mehr ja, mein Inneres widmen, meinem Tai Chi, Bücher lesen und alles Mögliche und auch andere Sachen machen, die mich interessieren. Und zumal, wie gesagt, auch Geld der ein Faktor ist. Und ja, da kann ich halt nicht viel machen, deswegen nehme ich halt diese Farm hier, weil es für mich momentan am preiswertesten ist. Aber ich möchte trotzdem, auch wenn sie hier nicht nach Permakulturprinzipien handeln, aber doch hier sehr viele Methoden von der Permakultur annehmen. Ich habe zum Beispiel heute Mulch zusammengerecht und haben wir auch schon mal hier ein paar Bäume abgemulcht. Das war auch ziemlich schön. Aber ich möchte hier trotzdem meine Erfahrungen mitnehmen. Und ja, ich habe mich auch mit Permakultur und Farm in Verbindung gesetzt. Die sind natürlich sehr beliebt und haben halt nicht den kompletten Aufenthalt für mich gehabt. Wäre natürlich für mich wunderbar schön gewesen, weil der Grund, warum ich hier natürlich auch in Costa Rica bin, ist meine Permakulturerfahrungen aufzubauen, natürlich auch Kontakte zu knüpfen, damit ich hier, weil es ja mein Traum ist, in Costa Rica etwas Eigenes aufbauen kann. So ein kleiner Früchtewald stelle ich mir eigentlich vor, 5 bis 10 Hektar vielleicht, und da wollte ich halt auch Verbindungen schaffen und auch eventuell mich umschauen, wie viel Grund und Boden hier kostet. Soll nicht so teuer sein, wenn es etwas abgelegen ist, was mir eigentlich sehr recht kommt. Und wie gesagt, ich habe auch auf meiner Webseite zum Beispiel, was ich jetzt hier auch offiziell ankündigen werde, eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, damit halt einfach, ja, ich Unterstützer finde, beziehungsweise auch du, der dieses Video anschaust, eventuell auch sich bereit erklärt zu unterstützen, diese Kampagne auch weiter verbreitet, damit immer mehr Leute darauf aufmerksam werden, damit ich hier zum Beispiel auch beginnen kann, eine Permakulturgemeinschaft im Einklang mit der Natur hier aufzubauen. Und aus dem Grund wäre ich gerne auf Permakulturfarm, aber man muss sich halt mit dem zufrieden geben, ja, wie es halt kommt und ja, was man halt auch zur Verfügung hat, und man muss halt auch damit auskommen. Aber wie gesagt,
Das ist jetzt offiziell. Ich habe auf meiner Webseite so einen langen Brief auch geschrieben, wie mein Werdegang ist für Leute, die jetzt neu zugeschalten haben oder mich nicht so lange verfolgen, warum ich Permakultur betreibe, wie ich eigentlich in Deutschland zu meiner Permakultur gekommen bin und was auch so meine Mentalität ist einfach. Das habe ich auf meiner Webseite, auf der Crowdfunding-Page nochmal aufgeführt, genau. Und ja, was ich mir hier noch so ein bisschen erwarte, ist einfach trotzdem gute Gartenerfahrungen zu machen, Kontakte natürlich trotzdem zu knüpfen. Vielleicht findet sich ja die ein oder andere Möglichkeit, wenn ich doch jetzt durch die Kampagne und durch Verbindungen mit anderen Leuten doch an mehr Geld komme oder doch eine Möglichkeit finde, hier in Costa Rica eine Permakulturfarm, die mich länger aufnimmt, zu finden. Und einfach Gartenerfahrung sammeln, mein Spanisch aufbessern. Und es ist halt nie schlecht, einfach neue Erfahrungen zu machen in einem neuen Land. Und da möchte ich euch einfach in den nächsten Videos einfach so mitnehmen. Meine Erfahrungen, weil wir wahrscheinlich auch so persönliche Updates auch immer wieder mal bringen, wie es mir so geht. Und da werde ich euch mal einfach mal so ein paar bisschen zeigen, wie die Bäume hier so ausschauen. Weil manche leben ja in Deutschland sowas wie ein Mandarinenbaum, Zitronenbaum, wie die halt so ausschauen von den Blättern her. Und sowas ist bestimmt für den einen oder anderen interessant. Natürlich auch für den Avocado-Bäumen. Und dann werden halt immer so nach und nach ein paar Videos kommen. Und da würde ich mich einfach sehr freuen, wenn ihr mit dabei seid. Und in diesem Sinne ist es so ein kleines Einführungsvideo, beziehungsweise Informationsvideo von mir, wo ich gerade bin. Und ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und über einen netten Kommentar. Einfach dass auch der Algorithmus sozusagen auf YouTube positiv für meine Videos auch anderen Zuschauern vorschlägt, damit dann einfach immer weiter und mehr Leute auf mein Projekt aufmerksam werden. Natürlich könnt ihr auch kostenlos auf den Abonnier-Button drücken und auch auf die Glocke drücken. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich neues Update und neues Video von mir hochlade. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.